Es nervt einfach. Ich war so... Du packen 50er in Papier. Geht Kontrolle schneller. Ich war so froh, als es die Mautstellen gab, wo du einfach langsam durchfahren konntest, ohne dass du deine Fahrt unterbrechen musst. Und jetzt kommen die damit. Mann. Ich fahre zu Rosenmark. Ist das die lettische Variante von Rossmann, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß, dass meine Papiere in Ordnung sind. Das haben die Kollegen schon festgestellt. Mein Gott. Jetzt will ich aber gerade mal was gucken. Sieht man das im Thumbnail auch, dass es schneit? Wobei ich sehe gerade, also ich halte es für unwahrscheinlich, dass Rossmann Fischstäbchen verkauft. Ich meine, ich bin da jetzt nicht häufig, aber... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, man sieht es, aber es kommt nicht an. Nicht so. Alter. Okay, aber hier gibt es, glaube ich, eine Maut, wo ich durchfahren kann. Wow. Nee, eben nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Ich ja. Habe doch gerade da hinten an dem Grenzposten meine Papiere vorgezeigt. Warum ja. Zum Teufel steht hier noch einer? Du könntest jetzt zwischen den beiden Grenzposten deine Papiere manipulieren. Das ist doch unlogisch. Also, die Grenze wird doch durch einen gemeinsamen Grenzposten beider Länder... Du hast einen Grenzposten auf dem Land, das du verlässt, und du hast einen Grenzposten in das Land, wo du einreist. Ach, die sind doch bescheuert! Und in dem Gebiet dazwischen darf ich mich dann aufhalten, wenn die Papiere... Weißt du, das waren jetzt vielleicht 50 Meter, nicht weil die ich gefahren bin. Ich bin nur um eine Kurve gefahren. Um eine Kurva gefahren. Ja, mach doch mal. Gibst du bei dem ersten Grenzposten ab, dass du 30 Tonnen Fischstäbchen fährst, und bei dem nächsten Grenzposten gibst du dann ab, dass du einen 30 Tonnen Leopardpanzer hinten drauf hast. Mal gucken, ob das auffällt. Warum ruft der nicht einfach an? Pass auf, da kommt LKW. Sieht so aus mit der Zugmaschine und dem Trailer. Papiere waren okay. War 50 Euro drin. Guck mal. Kassier mal Papiere. Liegt bei dir auch 50 Euro drin. Jetzt weißt du, warum du angehalten wirst. Ich merke das schon. Da war wieder ein Mikroruckler. Ja, ich hab's auch ständig. Gibt's diese Ampel auch in grün? Nein. Für dich nicht. Die Ampel ist grün, du darfst fahren. Ach, die Random Events sind in der Karte auch rot eingezeichnet, ne? Nein, also zumindest bei mir nicht. Okay, ich hatte gerade... Okay. Und bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, dein Fahrer wird ja nie müde. Richtig, habe ich ausgeschaltet. Tito. Ich nicht. Ich finde, das nervt. Nee, mir ist das eigentlich Wumpe. Also wenn mir einer die Wahl lassen würde zwischen Grenzkontrollen, ihre Papiere bitte, und Fahrerschlafen, dann würde ich lieber Fahrerschlafen aktivieren. Die können meine Papiere dann kontrollieren, wenn ich penne. Ja, einbrechen, viel besser. Ja. Nee, ich klebe die ans Fenster. Irgendein Schmuggler kann die sich dann... Ein Auto pro Grünphase? Boah, jetzt übertreibt ihr es aber. Irgendein Schmuggler kann die sich dann abfotografieren. So ein Passfälscher. Ja, cool, und dann fahren drei Autos über Rot. Korrekt. Ja. Ja, irgendwie muss man das Defizit ja wieder reinholen. Genau. Ich glaube, diese rote Einzeichnung ist auf welcher Bundes- oder Hauptstraße ich mich befinde. Ach, jetzt werde ich müde. Ja, super. Müdigkeitssimulator funktioniert. Wenn du hier durch diese Einöde fährst und das einzig Spektakuläre, was dich aus der Fahrt rausholt, sind dann so scheiß Grenzkontrollen und dann direkt zwei davon. Aha, vor mir ist die Firma Latex AS. Aha. Latex. Ja, musste ich jetzt auch dran denken. Latex-Handschuhe.
Für die Achtung, ich möchte ankündigen, ich nehme einen Schluck aus meiner Getränkedose. Das könnte ein Fehler sein. Latex, Handschuhe. Für den sparbewussten Mann, 5-mal wiederverwendbar. Ist aber blöd, wenn er dann am kleinen Finger ankommt. Ja. Tage, da verliert man. Es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Ja, das hat dann so ein bisschen den SM-Charakter. Das staut dann so ein bisschen. Ach Schatz, der ist ja ganz blau. Ja, das ist der Schlumpf mit seiner Mütze. Ja, ja. Guck mal, das ist schlau, mit dem habe ich sogar eine Brille gemalt. Oh. Jetzt haben wir genau die Scheißsituation. Genau. An dieser Stelle müssen wir die Videos anfangen zu zensieren. Nee, das nicht. Also vielleicht auch, ja, aber... Jetzt geht hier im Kreisverkehr gar nichts mehr. Und woran liegt das? An den russischen Vorfahrtsregeln. Nee, ich bin tatsächlich noch nicht mal in Russland. Achso. Dann sind die vielleicht doch gut, die russischen Vorfahrtsregeln. Nee. Aber jetzt bin ich 3 Meter gefahren, jetzt fahren die wieder. Nee, ist klar. Das ist geil. Hier darf ich abfahren, aber in die andere Richtung dürfte man hier nicht auffahren. Das heißt, wenn ich den Weg zurückfahren wollte oder müsste, ginge das nicht. Mhm. Interessant. Irgendwie hat sich die KI hier gerade voll verfranst und ich mich auch. Franz, lies sie! So, 9 Kilometer noch. Also ich komme hier nicht weiter, weil da... Echt? 69 okay, Kilometer noch. Oh, 69. Ich fahre über die Wiese. Heute hat hier alles irgendwie... Tim Wiese. Komische Einflüsse. Ja, ich wollte gerade fragen über Tim. Raus aus meinem Kopf. Aber die kannst du nicht so einfach überfahren. Wer sagt das? Muskeln wie Stolperschwellen. Weil... Flying Uwe oder was? Flying Uwe ist dann Chorknabe gegen... Ich stelle mir gerade Flying Uwe im Chor vor. So Pran. Mit Messdienergewand kniet vorm Altar auf der Treppe. Alles klar. Wie geil. Grüße gehen raus. Grüße gehen an Uwe. Ist das... Alter, die Vorstellung ist so gut. Oh mein Gott! Ja, hast du das letzte Mal Bilder gesehen vom Tim Wiese? Ja. Wo der für die WWE trainiert hat. Ja, aber ich fand das gerade so gut, weil Flying Chorknabe. Ich hab doch so ein bildgeprägte Fantasie. Ich stell mir gerade echt vor, Flying Uwe im Messdienergewand vorm Altar knien. Oh Gott. Schön. Ach ja. Ihr seid alle behämmert. Ja, ja, allerdings. Was haben wir denn hier für Aufträge? Petersburg. Narva. Obstsalat. Elsenburg. Brünn in der Tschechei. Ich wollte schon immer mal nach St. Petersburg. La 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 la. Auch jetzt fahre ich wieder was, das ist für Mayo wie gedacht. Reflektierende Pfosten. Arschloch. Mayo reflektiert? Wenn du 3 Kevins eine Taschenlampe in die Hand gibst, sind das auch 3 reflektierende Pfosten. Das sind sogar volle Pfosten. Fahr doch mal schneller, du Otto! So, hier war aber irgendwo Le Garage. Wo bin ich jetzt? In Lahti oder in Lahti? Lahti, glaube ich. In Lahti? Da hinten fährt eine... Ist das eine Ludmilla? Ich kenne mich da ja nicht so aus.
Aber lacht die oder lacht die ja, nicht? Ja, müsste aber eine Ludmilla sein. Hat die ein dickes Bullauge als Scheinwerfer vorne? Bestimmt. Ich habe jetzt nicht so mega darauf geachtet, aber ich glaube, es war eine Ludmilla. Und die hat, hast du an, die, an, die, an der Seite geachtet? Viele Lüftungsschlitze und so ein hohes schwarzes Dach? Ja, und müsste. Vorne zu den Seiten hin so ein abgeschrägtes Dach vorne am Führerhaus? Ja, ich glaube schon. Ja, hier im ETS fahren, glaube ich, nur Ludmillas. Dann war das eine Ludi. Ja. Die war noch grün, du Arsch! Hier, oh, komm mal mit dir, Ludi. Kennt ihr, ihr kennt doch diese Geschwindigkeitsmessdinger da, wo dann die Geschwindigkeit angezeigt wird und dann ja. Ist der Smiley mad und oder halt ja. Auch nicht. Ja. Ja, bei allen war das Ding grün, bei mir knallerot. Alter, jetzt habe ich an der roten Ampel gebremst und bin im letzten Meter ein Stück über die Ampel gerutscht und werde trotzdem abkassiert. Da hätte ich auch drüber fahren können. Ja, manchmal kassiert er ziemlich schnell. Die brauchen Geld. Was willst du machen? Vollpfosten. Nimm dir eine Taschenlampe. Ohne Moos nichts los. Jetzt darf ich auch über Rot fahren. So. Ja, jetzt wird die grün. Ja, super. Bis der LKW aus dem Pott kommt, ist das Ding grün. Wow. Kassiert mich doch noch ab dafür, dass ich zu wenig blinke beim Abbiegen oder zu kurz oder gar nicht. Das hätte ich nicht gesagt an deiner Stelle. Oder oh, macht es wie der ETS Multiplayer, kassiert die LKW-Fahrer ab, wenn sie ohne Licht fahren, im Dunkeln. Nee, dann wirst du vom Server gekickt. Ah ja, so rum, genau. Ja, aber das geht hier im Einzelspieler nicht. Aber da kann man die Leute ja abkassieren. So, man nimmt ihnen beim ersten Mal eine Pauschale ab, beim zweiten Mal schon die Hälfte des kompletten Vermögens und beim dritten Mal, da unterstellt man dann Vorsatz, da setzt man ihnen das Konto auf null und schickt ihnen den Insolvenzberater nach Hause. So. Mach das doch mal. Nee, echt, überhaupt nichts, aber ich fahre jetzt einfach. Und wenn ihr das macht, dann schafft gefällig diese doppelten Grenzkontrollen ab, das ist ja schlimm. Mayo nach Annahme der Tour nach 5 Metern pleite. Machst du mal das Tor auf hier? Also ich weiß Danke. Nur eins, wenn die Folgen geschnitten sind und die eine Folge hat richtig viele Aufrufe, dann liegt das nur an Flying Uwe. Uwe, falls dir irgendjemand das hier zuträgt, wir machen nur Spaß, aber der Gedanke... Wir wollen nur spielen. Der Gedanke, dich im Messdienergewand vom Altar in der Kirche zu sehen, ist einfach zu schön. Warum? Ach so, nee, hier ist nur der Wegpunkt. Ja, egal. Könnt jetzt noch nach Schweden rüber. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich könnte auch wieder Oliven fahren. Ja, da kennst du dich mit aus, ne? Nach Kurda oder Kunda? Wärst du Olivia Jones? Nehmen wir mal den nächsten Promi. Oh, ich könnte wieder nach Tallinn fahren, da komme ich ja her. Ja, dann hast du deine Rundreise beendet, dann machen wir Feierabend, ne? Oder nach Turku könnte ich fahren. Ich fahre nach Turku! In die Türkei, hä? Ich fahre eine Turku nach Turku. Eine Turku? Ist die auch halal? Ich wusste, dass das kommt. Warum ist heute schon wieder Wortwitz-Day, ey? Ist doch bei uns immer, hallo? Ja, aber so schlimm. Hör auf, die Mutti. Hör, was sie sagt. Sie gibt dir einen Rat und das meistens ungefragt. Hör auf den Messdiener. Ja. Oh Mann, ey. Das war aber echt gut, also. Es regnet immer noch. Bei mir auch. Ich finde das aber gut. Ist aber weniger bei geworden mir nicht. Bei mir ist einfach nur noch dunkel. Wie spät ist es bei dir, Nick? Dunkel. Dunkel. Dunkel, dunkel oder richtig dunkel? Dunkel, dunkel. Also so dunkel Deutschland dunkel?
treffe irgendwie auch immer wieder auf eine Bahnstrecke hier. Muss nur aufpassen mit der Polizei, ne? Verdunklungsgefahr und so. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Nick, bei mir war das Schild mit der Geschwindigkeit schön grün. Aber klar, was? Wenn du vor einer Ampel stehst. Wow. Verdunkelungsgefahr. Ah, scheiße, Baustelle, aua. Weißt du, Mayo kleben sie überall so ein schwarzes Kreuz auf die Seite, weil die denken, das ist deutsche Luftwaffe im Tiefflug. Und dann kommt da so ein Geschwindigkeitsmessding vorbei und das ist grün. Ich glaube, mir kleben sie eher schwarze Kreuze auf den LKW, um die Schlagmarken zu markieren, wo ich jemanden umgefahren habe. Nee, die markieren die Stellen, die noch heil sind, mit weißen Post-Its. Das geht schneller. Post-Its, genau. Was sind denn Post-Its? Die habe ich mir bei Chris geliehen. Achso, ja. I hope I see you öfters here. No.